Oh, da erreicht mich gerade eine interessante Nachricht von euch. Refluxbeschwerden und Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minuten mit Dr. Kühne aus dem Refluxzentrum. Einer von euch wollte wissen, warum treten Refluxbeschwerden gehäuft nach dem Essen auf? Das ist eigentlich relativ, einfach nicht zu erklären, aber ich versuche es einfach mal. Wenn wir essen, füllt sich der Magen langsam mit dem, was wir essen. Das Problem oftmals ist, dass wir nicht richtig essen. Was heißt hier nicht richtig essen? Ja, wenn wir essen, sollten wir uns eigentlich ein bisschen Zeit nehmen und nicht 5 Dinge gleichzeitig machen. Also nicht Multitasking, weil wir haben ja schon gelernt, Stress und Essen, Stress und Reflux verträgt sich nicht gut. Essen soll eigentlich etwas sein, was uns beruhigt, was uns gut tut. Aber wenn wir 5 Dinge gleichzeitig tun und essen, kann uns das nicht gut tun. Das Problem ist, dass wir oftmals viel zu schnell, viel zu hektisch essen. Das Essen bzw. die Verdauung fängt schon im Mund an. Das heißt, ich beiße etwas ab oder ich schiebe mal einen Löffel in den Mund. Dann muss ich es erst einmal gut und ganz gründlich klein kauen, damit sich das, was wir essen, mit dem Speichel vermengt. Und dann schlucke ich es runter. Wenn ich es aber fast nahezu heil und einen großen Bissen runterschlucke, ist das Problem, das landet dann im Magen. Und der Magen, was soll er damit tun? Der muss es erst einmal weiter zerkleinern, weil der Mageninhalt entleert sich nur, wenn eine bestimmte Größe der Speise erreicht ist. Das heißt, so ein großer Brocken, der rutscht nicht in den 12 Fingerdarm, sondern der bleibt eine ganze Zeit lang im Magen. Wir alle kennen das Gefühl, boah, das Essen liegt wie ein Stein im Magen. Das kommt daher, weil der Magen viel zu sehr damit beschäftigt ist, diesen großen Speisebrocken weiter zu zerkleinern. Und das tut der Magen auf eine bestimmte Art und Weise, indem er arbeitet. Wir alle kennen das Gefühl des Magenbrummens oder Magenknurrens. Das ist nichts Schlimmes, sondern der Magen, der zieht sich zusammen und wir haben einen Bereich im Magen, der nennt sich die Antrummühle. Da zermahlt er den Speisebrei noch kleiner, sodass er halt gut in den 12-Fingerdarm abgegeben werden kann. Aber warum haben wir jetzt nach dem Essen Sodbrennen? Nun, wenn wir zu viel essen, eine zu große Portion und zu schnell essen, der Magen, wir haben es in der letzten Folge gesehen, wir blenden euch noch einmal kurz den Titel ein, haben wir gesehen, der Magen hat nur eine gewisse Größe. Da passt nur ein gewisses Volumen rein. Wenn wir ihn zu stark füllen, was passiert dann? Dann ist der Druck im Magen sehr hoch. Und das, ich nenne es ja immer, das Refluxventil gibt dann nach und öffnet sich ein Stück weit. Das kennen wir als Aufstoßen, dieses kleine Bäuerchen nach dem Essen, dieses Ups. Damit sich der Druck im Magen entlasten kann. Ist der Magen aber viel zu voll und über lange Zeit zu voll, dann ist das Ventil offen und der saure Mageninhalt fließt zurück in die Speiseröhre und sorgt für Beschwerden. Typischerweise Sodbrennen oder eben das Aufstoßen. Das hört auf, wenn der Magen sich entleert. Aber die Speise ist eine gewisse Zeit im Magen. Das kann sein eine Stunde, zwei Stunden. Das kann aber auch mal 5, 6 Stunden sein, je nachdem, was wir gegessen haben. Wenn wir leichte Kost essen, wie Obst und Gemüse, das verweilt nur 1 bis 2 Stunden im Magen und wird dann in den 12-Fingerdarm entleert. Damit ist der Magen wieder leer und die Säure ist auch weg. Essen wir aber die fette Schweinshaxe, die ist gerne mal 5 bis 6 Stunden im Magen und sorgt dann dafür Ärger bzw. sorgt dafür, dass der saure Mageninhalt zurück in die Speiseröhre fließt. Wie ihr seht und hört, ist das Essen ein ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur unseres Lebens, sondern ein wichtiger Bestandteil für unsere Refluxbeschwerden. Wir haben es sozusagen selber in der Hand. Ein Tipp von mir, wenn ihr esst, legt das Telefon an die Seite. Nehmt euch eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit und esst in Ruhe. Jetzt sagen viele von euch, ich habe die Zeit nicht. Doch, ihr müsst euch die Zeit nehmen, sonst müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr die Beschwerden habt. Das macht keinen Sinn, in 5 Minuten was zu essen. Das schafft der Magen gar nicht. Mengenmäßig schon, aber nicht von unserem Verdauungssystem. Das funktioniert nicht. Da sind die Folgeerscheinungen vorprogrammiert, wie eben Reflux oder auch Magendrücken. Jetzt gibt es aber zum Beispiel probate Mittel, um unser Verdauungssystem auf die Nahrungsaufnahme vorzubereiten. Das ist das Thema Bitterstoffe. Wir alle kennen den Ausdruck Magenbitter. Ja, das ist ein Schnapslikör, der gerne mal nach dem Essen getrunken wird als Digestivum, damit wir besser verdauen können. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach, Bitterstoffe ist etwas, was wir eigentlich meiden. In der heutigen Zeit schmeckt alles eher süß oder salzig, vielleicht von mir aus auch sauer, aber bitter, wer isst schon gerne Bitteres? Aber die Bitterstoffe, das hat die Natur so eingerichtet, regen unser Verdauungssystem an. Das heißt,
Wenn wir essen, haben wir eigentlich einen Kaltstart. So wie ein 100-Meter-Sprinter, der sich vorher warm macht und dann erst an dem Sprint teilnimmt, ist das so, als wenn der 100-Meter-Sprinter, wenn wir jetzt die Schweinshaxe vor uns liegen haben und essen, praktisch kalt seinen 100-Meter-Lauf absolviert. Das wird nicht funktionieren, er wird sich verletzen. Und wenn wir zum Beispiel Verdauungsprobleme haben oder gehäuft, ich sag mal, Magen drücken nach dem Essen oder auch von mir aus Sod brennen, können wir versuchen, mit diesen Bitterstoffen unser Verdauungssystem auf die Nahrungsaufnahme vorzubereiten. Bitterstoffe sorgen dafür, dass die Verdauungssäfte angeregt werden zu fließen, damit die Verdauung besser stattfindet und dass der Magen sich schneller entleert. Bitterstoffe vertragen leider nicht jede, sind geschmacklich ja auch nicht besonders toll, aber man kann es einmal ausprobieren. Es gibt Tees, die Bitterstoffe enthalten, es gibt aber auch Nahrungsmittel wie zum Beispiel Brokkoli oder Endiviensalat oder Chicorée. Das sind alles Nahrungsmittel, die Bitterstoffe enthalten, die eigentlich relativ gut bekömmlich sind und die dafür sorgen, dass unser Verdauungssystem schon mal warm läuft. Oder eine kleine Tasse Espresso eine halbe Stunde vor dem Essen kann auch mal Wunder bewirken oder nach dem Essen. Bitterstoffe sind jetzt kein Allheilmittel, bitte versteht mich nicht falsch, sondern sind möglicherweise nur ein kleiner Tipp, um bei gehäuften Beschwerden euch helfen zu können. Solltet ihr jedoch vermehrt und gehäuft unter Refluxbeschwerden oder Völlegefühl im Magen leiden, sucht euren Hausarzt auf oder kontaktiert uns über Facebook, Instagram, ruft uns an. Wir sind für euch da, wenn es brennt.